Ja, hallo Leute, willkommen nochmal zurück zu Rivalry. Ich hatte vor ein paar Tagen Stream gemacht darüber, wie genial das Game eigentlich ist. Und ich dachte, ich mache jetzt hier an der Stelle weiter, beziehungsweise das Ganze hier beenden, und zwar mit dem sechsten, letzten Dungeon. Was ich brauche, ist Holz. Ja, das kann so bleiben. Ich muss das Jojo da einsetzen. Ja. Schwer wird jetzt nicht. Ich hab das schon mal gemacht. Nur weiß nicht. Das hier ist jetzt die PS4-Version. Und auf dem Controller weiß ich nicht, könnte sein, dass das hier ein bisschen anders ist. Aber ich glaube eher nicht. Ich hab's ja schon mal gemacht. Gleich erwarten mich sehr, sehr viele Gegner. So, hier muss ich hin zu den Lilac. Da rein. Und hier rein geht's. Dann Gobel, keine Ahnung, was hier ist. So, und so, jetzt brauche ich mein Jojo. Und der Typ hier, ja. Der verkauft eigentlich auch Dartpfeile nochmal. Oder Jedi. Ich alles. Müsste eigentlich gehen. Das letzte Mal, wo ich gespielt habe, habe ich zwei davon von Chips verwendet. Mehr war das jetzt nicht. Jetzt in den ersten Dungeon-Sachen hier kriegt man auch ein bisschen Pizza, also um das Leben wieder aufzufüllen. Ich denke mal, hier wird man keine Probleme haben. Was man hier auch machen kann, ist, sich hier so hinzustellen, wenn die Gegner kommen, dann kannst du die hitten, zum Beispiel, das ist möglich. Die können dann einen nicht hitten. Das ist so ein bisschen gut, sag ich mal. Ja. Ja, die geben noch ein bisschen Pizza. Später natürlich nicht. Aber es ist nicht. Also wer sich das Spiel gerne zulegen will, macht es auf jeden Fall. Also es lohnt sich. Natürlich lohnt sich es natürlich dann das Ganze, wenn man es im Angebot holt vielleicht. Gegner, den man früh im Spiel auch begegnet, aber hier dann sind die schon mehrfach vor. Na doch. Machen wir ein Pizzastück hinterher, sehr nice. So. Was man hier machen kann, ist eigentlich hier, sich da hinten verstecken. Ich bin hier eigentlich. Wenn es geht. Ja, nicht immer, ne? Das ist jetzt auch ein paar hier. Das ist einmal erwischt. Oh. Getroffen werden will ich jetzt nicht unbedingt. Kommt gleich nochmal ein Zwischenstopp, wo ich dann nochmal ein bisschen auffüllen kann. Hier wird jetzt ein bisschen blöd, weil dann die Statuen, die bewegen sich leider auch. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Nicht durch, doch. Hier
muss man das Jojo aktivieren, um da weiterzukommen. Nämlich auch machen mit dem Jojo angreifen und einmal hauen, weghauen, weggehen. Oder weiß ich nicht, geht das vielleicht auch? Nee. Das scheint zu gehen. Ja, das geht. Den Dart fallen, das ist nur praktisch hier. Oh, jetzt kommt ein Riesengegner hier. Ein bisschen hinterbleiben. Weil der kann mich nicht hässlich finden. Naja. Jupp. Ah. Nein, nein, nein. Da kommt noch einer. Mach ich jetzt mal so, es geht. Erstmal hier bei dem bleib ich so. Ja, das kann ein bisschen. Das kann ein bisschen hässlich werden. Naja, die Dinger sind einfach zu groß. Ein bisschen lässt mich das Spiel nicht, ne? Kann ich auch so schaffen. Na, da bin ich perfekt. Hier brauche ich jetzt leider das. Da kann ich bestimmt die Gegner nicht mehr bewegen. Moment. Oh, ich habe es komplett falsch gemacht. Ich wollte eigentlich die Karte wechseln. Das ist nur ein kleines bisschen. Wir sind jetzt im Bereich des dritten Dungeons. Das geht eigentlich relativ fix. Oh, da kommt sowas. Aber das bleibt jetzt hier an der gleichen Stelle stehen. Da kann ich mir erstmal ein bisschen. Ja, das war easy. Ach nö. Nein, ach. Was ist denn?
Das ist jetzt aber blöd da. Das Spiel hat schon gemerkt, dass ich da anders gehe. Ach nö, 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 nö. Oh. Ja, da hat mich das Spiel durchschaut, glaube ich. Wir sind jetzt natürlich unsichtbar. Ach. Sind Schiss. Schön zu gehen. So, wo bin ich denn? Ah, ich muss noch 6 rein oder so. Das ist ein bisschen heikel hier. Oh. Ja, ja, alles klar, was ist das denn? Oh. Ach, ich komme nicht mehr wieder, ich komme wieder. Hier erst einmal. Hier kriegt man eine Feder, braucht man, wenn man zum Beispiel Platin machen will. Da muss man hier reinkommen. So, jetzt fehlen glaube ich noch 4 Räume. Ich glaube 4 Räume müssen es jetzt noch sein. Und dann ist geschafft. Müsste eigentlich gehen. Also ich habe noch 4 von und 5 davon. Die Chips geben mir 4 Stück an Leben und die Limo 2. Also auf jeden Fall reichen. Da hat schon wieder jemand Chips fallen gelassen.
Ja, den ersten Raum geschafft, ohne Leben zu verlieren. Ah, jetzt kommt ein ekelhafter Gegner. Also der ist echt ekelhaft. Den muss man schnell ausschalten. Er hat so einen ekelhaften. Keine Ahnung, was das ist. Das ist auf jeden Fall sehr ekelhaft. Und das mit dem Lavabrunnen. Gleich kommt noch mal ein Raum, da kommt zwei Stück. Das sind dann quasi so die Endgegner dieses Dungeons. Ich glaube, es ist. Ja, okay, das ist schon der letzte Raum, um ehrlich zu sein. Das ist der letzte Raum. Ich nehme dann noch mal ein Stück. Und voilà, geschafft. Aber dem muss man aufpassen. Wenn sich alle Gegner eigentlich einprägt, dann geht's eigentlich. So, da haben wir das letzte Item. Du machst mich aggressiv. Eine Trophäe. Ein Bonus-Dungeon geschafft. Sammler. Sammle alle Auftragsgegenstände. Ja, das war's dazu. Easy peasy. Ja, 17 Minuten. Okay, ich glaube 15 Minuten, weil ich den Weg hier noch gegangen bin, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Was ich dann jetzt noch machen könnte, ist natürlich kurz mache ich das mit, nämlich die Federn einsammeln. Ich muss noch kurz. Eine fehlt mir noch. Was ist das denn? Soll ich dann Baum hängen? Eine noch. Wo ist das denn im Wald? Guck ich mal kurz in die Kälte nach, wo ich die finde. Weil die habe ich jetzt nicht parat im Kopf. Die fehlt mir noch. Yellow Head heißt die. Oh, genau war das nochmal. Das war irgendwo im Wald, genau. Wenn ich mich recht erinnere, war das irgendwo so, dass man noch vom Fluss aus sehen kann. Da hoch, da der gelbe Baum ist, glaube ich, ist das.
Ja, genau, hier war es. Da brauche ich noch mal den. Oh, da ist die. Autologie, sammeln alle Federn. So. Jetzt muss ich wieder zurück ins Haus. Und zwar zu der Dame, die ich da eben so ein bisschen aus dem Weg geräumt hatte, glaube ich. Für das. Dauerhaften Gegenstände und ja, genau. Das ist ein bisschen so ein. Da, mit der muss ich sprechen. Hier vorne alle Bird-Feathers, also alle. Vogelfedern. Da, hör auf zu versuchen mich zu schlagen und schlag mich als die Trophäe. Dann, wo steckt er das alles hin? Und Platin Tai von Neuseeland. Er ist mit Neuseeland, also das Game soll eine Anspielung auf Neuseeland sein, weil die Leute, die das entwickelt haben, aus Neuseeland kommen. Also die Insel soll Neuseeland darstellen, also das Videospiel Form. Aber Neuseeland ist ja noch größer als, ne? Man weiß. Ja, das war das dazu. Also sehr gutes Game, muss ich schon sagen. Okay, dann bis zum nächsten Mal.